Servus Leute, heute beschäftigen wir uns mal wieder mit einem Thema aus der technischen Mechanik, der Statik, nämlich mit einem räumlich-zentralen Kräftesystem. Ja, und wie auch hier schon im Einleitungsbild zu sehen ist, ist hier einmal ein Bild skizziert, wo verschiedene Stäbe mit einem Punkt A verbunden sind, an dem eine Kraft angreift, und diese Stäbe sind halt im dreidimensionalen Raum verteilt. Dann kommen wir zunächst einmal zu den Formeln, welche wir für diese Aufgabe benötigen. Zum einen ist es ja so, dass die Summe aller Kräfte gleich 0 ist. Dies ist ja die Grundannahme in der Statik, da sich ja nichts bewegt. Also in der Formel sieht das dann halt so aus, dass alle Kräfte aufsummiert gleich 0 ergeben. Das F ist hier unterstrichen, da es halt auf einen Vektor hindeutet im Dreidimensionalen. Dieser Vektor ist dann halt aufgeteilt in einen X-, Y- und Z-Einteil. Das heißt, die resultierende Kraft, die im Raum sich befindet, zeigt zu einem gewissen Teil in X-, Y- und Z-Richtung. So, dies kann man jetzt aber auch noch anders darstellen, nämlich dadurch, dass man diese Kraft F, welche sich im Raum befindet, einmal durch den Betrag der Kraft F darstellt, also die resultierende betragsmäßig, und diese mit dem Einheitsvektor multipliziert. Wobei hier wichtig ist, dass der Einheitsvektor vom Betrag her 1 ergeben muss, damit man hiermit die Richtung des Kraftvektors bestimmen kann. Und den Betrag eines Einheitsvektors sollte bekannt sein, bestimmt man ja, indem man einmal den Einheitsvektor mal 1 durch den Betrag von dem Einheitsvektor multipliziert. So, nun können wir dann zu der Aufgabenstellung übergehen. Und zwar soll der nebenstehende Kranausleger, welcher aus drei Stäben besteht, nämlich 1, 2 und 3, betrachtet werden. Einem Knotenpunkt A, rechts in der Abbildung, greift eine Kraft F an, die gegeben ist, mit F transponiert, ist gleich minus 2 Newton, 1 Newton und 3 Newton. Das heißt, dass diese Kraft F einen X-Anteil in minus 2 Newton hat, einen Y-Anteil in 1 Newton und einen Z-Anteil in 3 Newton. So, gegeben sind dann hier noch geometrische Größen, nämlich einmal der Abstand A, welcher mit 5 Metern gegeben ist, der Abstand B, welcher mit 2 Metern gegeben ist, und der Abstand H, welcher mit 3 Metern gegeben ist. Und gesucht sind jetzt die Stabkräfte S1, S2 und S3. Ja, hierzu machen wir zunächst einmal ein Freikörperbild, schneiden uns die Stäbe entsprechend frei. An dem Punkt A greift ja auch die Kraft an, und an diesem Punkt A greifen auch alle Stäbe an. Das heißt, wir schneiden die einmal durch und haben dann S1, S2, S3 und F, welche am Punkt A angreifen. Zusätzlich habe ich noch in Rot das Koordinatensystem eingetragen, welches in X, Y und Z-Richtung zeigt. Das heißt, X geht nach rechts, Y aus der Ebene, das heißt zu uns hinaus, und Z zeigt nach unten. So, jetzt stellen wir erst einmal die Richtungsvektoren auf, um daraus letztendlich die Einheitsvektoren bilden zu können. Ich lege jetzt hier nochmal einmal das Bild von eben drüber, damit man nochmal die geometrischen Beziehungen besser ablesen kann. Auch hier nochmal aufgelistet die einzelnen Größen von A, B und H. So, den Richtungsvektor 1 können wir jetzt folgendermaßen bestimmen. R1 gehört in diesem Falle zur Kraft S1, zur Stabkraft S1. Und S1 zeigt ja, wenn wir jetzt uns mal die X-Achse angucken, in negative X-Richtung vom Punkt A aus gesehen. Das heißt, minus 5 Meter nach X. Y ist in diesem Falle 0 Meter, da es ja weder nach links noch nach rechts schwenkt, der Stab. Und in Z-Richtung ist es minus 3, da es nach oben geht. Und zwar mit H, nämlich 3 Metern. Und dadurch, dass Z nach unten zeigt, müssen wir hier minus 3 Meter nehmen. Der Einheitsvektor von der 1 bildet sich dann folgendermaßen, nämlich E1 ist dann gleich 1 durch den Betrag von R1 mal R1. Und das ist nichts anderes als 1 durch Wurzel 34 mal eben den Vektor R1. Und auf den Betrag, also die Wurzel 34, kommt man halt, indem man alle drei Komponenten zum Quadrat addiert und daraus dann die Wurzel zieht. Das heißt, die Wurzel aus minus 5 zum Quadrat plus 0 zum Quadrat plus minus 3 zum Quadrat, das ist nichts anderes als die Wurzel aus 34. Das gleiche machen wir dann mit R2. Das bedeutet auch hier, wenn wir uns R2 anschauen, geht auch in negative x-Richtung, das heißt auch mit minus 5 Metern. Allerdings hat diese jetzt eine Auslenkung in y-Richtung, und zwar in negative y-Richtung, das heißt minus 1 Meter, da
B den Abstand von 3 zu 2 kennzeichnet, wir uns aber hier auf die Mitte fokussieren, weil in der Mitte das Koordinatensystem liegt. Das heißt, wir haben hier nicht dann einen Abstand von 2 Metern, sondern vom Koordinatensystem Ursprung einen Abstand von 1 Meter, deswegen minus 1 Meter. Und dadurch, dass es sich auf der Z-Ebene nicht nach unten oder oben ausschlägt, haben wir hier 0 Meter. Und auch wieder hier das gleiche mit dem Einheitsvektor 2, dass man halt 1 durch den Betrag von R2 mal den Vektor R2 multipliziert und somit dann halt sich diesen Einheitsvektor aufstellt. Bei R3 machen wir dann das gleiche, das heißt, das ist ja genau symmetrisch von S2, das heißt, die einzigste Änderung liegt hierin, dass der Stab nicht in negative Y-Richtung abweicht, sondern in positive Y-Richtung. Somit können wir anstatt minus 1 Meter 1 Meter schreiben. Der Betrag bleibt dann logischerweise gleich, nämlich 1 durch, nämlich Wurzel 26, und da wir dann den Kehrwert nehmen, das ist dann 1 durch Wurzel 26 mal den entsprechenden Richtungsvektor. So, ich habe hier nochmal die Einheitsvektoren mitgenommen auf die nächste Seite und nun gilt es, die Gleichgewichtsbedingungen aufzustellen. Denn wir haben ja drei unbekannte Stabkräfte und können jetzt aber, da wir uns im Dreidimensionalen befinden, auch drei Gleichungen aufstellen, drei Kraftgleichungen. Nämlich, wie eingangs schon bereits erwähnt, die Summe aller Kräfte ist gleich 0. Woraus folgt, dass S1 plus S2 plus S3 plus F aufsummiert gleich 0 ergeben muss. Auch hier vektoriell aufgeschrieben. So, dann setzen wir die Einheitsvektoren ein. Das heißt, wir haben ja vorhin kennengelernt, dass man dem Vektor S1 gleich schreiben kann. Also das heißt, S1 unterstrichen ist ja gleich S1, ja, die Stabkraft resultierende, mal den Einheitsvektor. Das heißt, wir können jetzt schreiben einfach S1 mal E1 plus S2 mal E2 plus S3 mal E3 plus F ist gleich 0. F war ja gegeben mit minus 2, 1 und 3 Newton und die Einheitsvektoren haben wir ja vorhin bereits berechnet. So. Dann können wir jetzt hieraus das Gleichungssystem ausstellen und lösen, nämlich indem wir die Gleichungen für x aufstellen, für y und für z. Das bedeutet, die erste Gleichung wäre dann in x-Richtung, das heißt, von den Vektoren nehmen wir immer den ersten Wert, das heißt, genau, wir nehmen den ersten Wert in der Vektorzeile. Für die zweite Gleichung nehmen wir den entsprechenden y-Wert, nämlich den zweiten. Hier fällt dann S1 raus, da ja der y-Anteil 0 beträgt. Und bei der dritten Gleichung ist dann nur noch S1 von Bedeutung, da alle anderen Gleichungen keinen Ausschlag in Z-Richtung aufweisen. So, aus diesen drei Gleichungen können wir dann durch geschicktes Umstellen die einzelnen Stabkräfte S1, S2 und S3 bestimmen. Nämlich können wir zunächst aus Gleichung 3 herausziehen, dass S1 gleich die Wurzel aus 34 Newton ist. Das heißt, wir stellen zunächst um, dass S1 mal 1 durch Wurzel 34 mal 3 gleich 3 Newton ist. Dann teilen wir durch 3, 3 kürzt sich raus. Und multiplizieren das alles noch mit Wurzel 34 und kommen dann letztendlich auf S1 gleich Wurzel 34 Newton. Aus S2 können wir rausziehen, dass S3 gleich S2 minus Wurzel 26 Newton ist. Und wenn wir jetzt 4 und 5 in die erste Gleichung einsetzen, erhalten wir daraus S2 ist gleich minus Wurzel 26 durch 5 Newton. Und mit S2 können wir jetzt wieder in die eben bereits aufgestellte Gleichung den Wert von S2 einsetzen und erhalten dann letztlich auch noch S3 ist gleich minus 6 Fünftel mal Wurzel 26 Newton. Ja, das war auch schon die Aufgabe und die Lösung. Ich hoffe, dies war soweit verständlich. Wenn noch Fragen sind, gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Ciao!